Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Minecraft Sky Factory 2 Season 2. Ja. Im letzten Part haben wir nicht allzu viel geschafft. Wir haben Cobblestone, glaube ich, gemacht. Und Eisen. Das war's. Nicht allzu viel auf jeden Fall. Also, wollen wir diesen Part ein wenig uns ums Sieben kümmern? Weil kommen wir leider nicht drum rum. Weil ansonsten kommen wir ja nicht an weitere Materialien dran, die wir dringend brauchen. Die holen wir mal hier raus. Die können nämlich hier rein. Erstmal. Obwohl, Moment, hier. Die Sachen packen wir, glaube ich, in eine extra Kiste. Haben ja noch zwei Stück hier. Ja, komm, was soll's. Packen wir sie da hin und dann ist gut. So, das heißt, wir holen uns jetzt mal eben hier ein Stack Cobblestone. Einmal mal zwei. Einen verfrachten wir hier rein. Und zwar, nachdem wir ein paar Sticks gemacht haben. So, weil noch brauchen wir ein paar von den Hammern. So, machen wir mal einfach ein paar, dass wir ein paar haben. Und dann klopfen wir den hier mal klein. Zack. Und dann wollen wir den doch sieben, weil mir fiel nämlich wieder ein. Eigentlich ist es blödsinnig, da das mit dem zweiten manuellen Abbauen, das kostet nur unnötig Zeit. Das können wir auch so machen. Kostet im Endeffekt nämlich, denke ich mal, weniger Zeit. Zack. Komm mal her. Nur sind uns jetzt irgendwie acht Steine abhanden gekommen. Naja, egal. Gut, dann wollen wir ein bisschen sieben. Den heutigen Tag, nachdem wir dann jetzt geschlafen haben. Und vielleicht spawnen ja in der Zeit noch mal ein paar Monster. Ich glaube, da hinten, ne, ist kein Enderman, oder? Ist das ein Enderman? Weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass wir gerade nicht allzu viel Glück haben mit Drops. Aber wir brauchen halt noch eine Menge Eisen. Schon allein, um Invar und so herzustellen für das automatische Sieb. Dafür brauchen wir vor allen Dingen erstmal Energie. Dafür brauchen wir Eisen und jede Menge weiteres Ingwer. Okay. Das könnte dann noch eine Weile dauern. Ein Emerald. Können wir den gebrauchen? Nö, derzeit leider nicht, ne? Leider nicht. Aber wir könnten uns ein weiteres Upgrade-Tool machen. Bei World Interactive Upgrade. Brauchen wir aber eigentlich nicht derweil. Aber schön viele Monster spawnen da hinten gerade. Das heißt, wenn wir den Stack hier durch haben, gehen wir nochmal Monster kloppen. Naja, es war ja kein ganzer Stack, leider. Aber auch, ich möchte halt auch schnellstmöglich einen Cleaver haben.
damit wir schnellstmöglich auch unser Zeug dann dementsprechend jetzt kriegen. Also unsere Köpfe dann für später schon mal. Naja, ich sollte es besser sein lassen. Das verschlimmert die Musik nur unnötig. Alles klar. Allzu viel haben wir jetzt leider nicht da rausbekommen. So. Jetzt haben wir 25 Eisen, ein bisschen Zinn. Nur ein einziges Gold. Oh mein Gott. Naja, wir haben noch hier den zwei Äpfel sogar inzwischen. Okay. Die können wir nämlich einschmelzen. Das sind auch nochmal jeweils 8 Goldbarren. Die nehmen wir doch schon mal gerne. So, Flint. So, irgendwo ein Enderman dabei? Ich glaube nicht. Bisher nicht ein Drop dabei rum. Nichts großartig hier angekommen wegen den ganzen Zombies und Spielercharakteren. Aber ein Lootbag schon mal. Noch einer. Okay. So, dann haben wir hier noch den Creeper. Oh, die XP brauchen wir derzeit nicht. Zack, zack. Na toll. Oh, komm wieder her. Genau. So. Das kommt hier hin. Eine Kartoffel. So, was waren da drin? Schallplatten, die wir nicht brauchen. Das Ding kann auch weg. Der Kopf auch, das brauchen wir nämlich nicht. Ein Enchantment Book mit Power Sharpness und Fire Protection. Und eine Ender Lily. Okay. Netherwarzen. Okay. Gut, dann wollen wir mal eben das Gold da rausholen und dann weiter 7, ne? Sobald das hier jetzt geschafft ist. Obwohl wir Gold eigentlich, glaube ich, gar nicht brauchen, großartig jetzt im Moment am Anfang. Oder? Nee. Eisen ist halt das Wichtige derzeit. Aber trotzdem kann es nicht schaden, wenn wir hier schon mal ein paar Goldbarren haben. So. Noch 5. Weil wir brauchen jede Menge Eisen, wenn ich mal gerade nochmal so drüber nachdenke. Allein der Alloy-Smelter verbraucht enorm viel Eisen. Und auch der für den Alloy-Smelter nötige. Genau. Die Energieversorgung, die erste, die wir dafür machen. Oder benötigen vielmehr. Nee. So rum, danke. So, von hier brauchen wir jetzt gerade erstmal nichts. So, du kannst wieder hier rüber. Das heißt, wir holen uns nochmal 2 Stacks, würde ich mal sagen.
Und machen es wieder auf diese Variante. Vorteil an Stein ist ganz klar, der fällt nicht runter, selbst wenn man mal oben anbaut. Wobei im Gravel dann jedes Mal das Problem ist, oder bei Sand oder so, wenn man das macht, dann fliegt einem der um die Ohren oder geht sogar manchmal verloren dadurch. Ist mir auch schon öfters passiert. So, 128. Da braucht man den kompletten Hammer für. So, alles klar. Gut, also weiter geht's. Bäumchen wachsen auch munter vor sich hin. Können wir später dann nochmal abernten. Aber jetzt erstmal weiter langweiliges 7. Dann müssen wir uns demnächst auch ein paar Conduit-Binder herstellen. Plus halt, sobald, aber dafür müssen wir erstmal den Alloy-Smelter haben. Und eigentlich müssten wir auch noch Redstone zusehen, dass wir Redstone bekommen. So viel. Ich glaube, da müssen wir uns wirklich auch noch drum kümmern. Weil mit dem bisschen, was wir da noch haben, die 4 Redstone, da kommen wir nicht allzu weit mit. Also müssen, machen wir den einen Stack Gravel, der volle, den machen wir dann gleich noch zu Staub. Und sieben den dann im nächsten Part durch. Weil bis halt wir hier fertig sind, können wir eventuell noch einmal die Monster töten da hinten und dann ist der Part auch wieder vorbei. Oh, was ist das heute? Ist das heute eine spannende Folge? Und leider wird sich das auch noch eine Weile so hinziehen. So, was haben wir bisher rausgekriegt? Nichts großartig, also nichts wirklich Wertvolles. Bisschen Eisen, bisschen Aluminium. Ein Emerald, oh. Und ein Lapislazuli, das war bisher so das Wertvollste. Und es wird schon wieder Nacht. Eigentlich dürfte ja eigentlich nichts groß spawnen können derzeit. Und wenn doch, dann. Ja, auch nicht schlimm. Kriegen wir schon irgendwie gemanagt. So, haben wir fast. Noch einen. So, machen wir so, dass wir den einen Stack da nicht anfangen, weil den wollen wir ja. Ja, das lohnt sich gleich dann wenigstens wieder. Die dann zu töten. Vielleicht kriegen wir dann noch ein Lootbag raus. Na toll. So.
einmal noch und dann im nächsten Part machen wir dann daraus, aus dem Staub, den wir jetzt hier produzieren, versuchen wir Redstone rauszukriegen, ein bisschen was. Um zumindest da auch ein klein wenig was von zu haben. Weil ich glaube, wir brauchen schon noch ein bisschen was. Hast du noch genug? Nee, leider nicht. Und bevor uns da jetzt gleich was verloren geht, mache ich es lieber. Ja. Ah, haben wir den einen noch gekriegt? Ah nee, der ist wieder zu Sand geworden. So, die beiden, auch wenn es jetzt eine leichte Verschwendung ist. So, erstmal alles hier noch töten. Zisch. Ach, da ist er doch explodiert, der Drecksack. Hä? Warum explodierten hier jetzt alle hier quer durch die Reihe? Ja, ist klar. Gut, mach du erstmal da dein Ding. Ich gehe schlafen. Gut, das hat ja sehr gut geklappt. Interessanter Abschluss. Aber ist ja nichts großartig passiert. Wir haben alles noch, was wir im Inventar hatten. So, das packen wir dann noch hier rein. Nein, du nicht, aber du. Dich packen wir da rein. Dim, dim, dim. Wollen wir das Inventar halt noch eben aufräumen. So, den Staub behalten wir. Den Hammer behalten wir. Und ja, dann, ihr Lieben, wissen wir ja, was wir im nächsten Part zu tun haben. Unsere Monsterfarm neu aufbauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dass ihr auch beim nächsten Part von Minecraft Sky Factory 2 wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao.